Glück auf, Kameraden! Heute eine Runde Curve Fever, aber nicht alleine, sondern mit Nils! Ja, das erste Mal ist Nils dabei! Normal! Also Nils und ich können es jetzt in 14 Jahren, pipapo. Pipapo von 3000. Ja, was? Und wir labern eigentlich wirklich permanent nur Scheiße, Alter. Was wird eine Runde... Grenzen, aber du? Ja, gar nicht, du. Es wird eine Runde Curve Fever gezockt, du. Ja, Digga. Dann, ja. Ja, Leute, ich bin Host, dann starte ich doch mal das Game, du. Ich habe sogar das Radio heute mal hier angemacht, damit ihr nicht immer diese Mainstream Curve Fever Musik habt. Slackt ein bisschen. Wehe. Ist also klar. Oh, das wäre zu geil gewesen. Ja, dann macht der sich so einen auf Easy und Five dabei. Ja, nochmal, Junge. Ja, nochmal, Junge. Ja, nee. Ja, wahrscheinlich, oder? Ist ja so klar, dass du diesen Punkt bekommst, Mann. Ist ja so klar, dass du diesen Punkt bekommst, ey. Tja. Nee, du Scheiße, kommt immer auf den größten Haufen. Digga, morgen skaten steht, ne? Normal, aber ich muss erst im Proberaum. Ja, komm ich doch normal mit, Junge. Was mache ich denn da jetzt schon wieder? Weil du jetzt mich so locker easy ficken können. Ich weiß, ich hab jetzt gerade irgendwie... Oh. Leck mich! Warum machst du mich jetzt so fertig? Ich hab die letzten zwei Runden gewonnen! Ja. Ja, ja, ja. Tu es nicht so, tu es nicht so. Das muss ja keiner wissen. Da, ja. Ja, genau. Warte mal, was denn? Was? Meine Fresse, hör mal. Ich mach drei Kreuze, wenn ich meine eigene Wohnung hab, ey. Ganz Hagen rennt hier rum. Deine Mutter hat ganz Hagen eingeladen, nur um uns bei der Aufnahme zu stören. Hey, Nils nimmt grad auf. Hey, Hagen, komm. Hagen, komm. Lol. Ich dachte, du fliegst dagegen, Alter. Ich mach jetzt so einen Klavierschnulz. Oh, geil. Klavierschnulz. Lelele. Ja, der Business, der Business. Ich kenne aber diese Melodie irgendwo. Ja, das ist Elton John, Mann. Ah, das ist Elton John, Mann. Nils und ich wollten schon die ganze Zeit zusammen aufnehmen, aber ist irgendwas dazwischen gekommen. Weil ganz ehrlich, mit Nils habe ich schon so viel Scheiße erlebt, ne? Das ist schon nicht mehr amtlich, ey. Ja, das ist... Ja gut, da steckst du nicht drin, weil das passiert einfach so. Ich meine, was können wir dazu, wenn Taxi durch irgendwelche Glasscherben fahren, ne? Ja, das ist auch... Und danach direkt noch ein VW hinterher. Das kannst du auch einfach nicht irgendwie... Alter, was war das jetzt für ein Scheiß? Das war auf jeden Fall Scheiß. Ich mach wieder ein bisschen Kunst. Ja. Ach ja. Ah, Nils, sollen wir mal die Geschichte aus dem Urlaub auspacken von früher? Komm, wir packen die aus, Alter. Also, Nils und ich waren im Urlaub früher, da waren wir noch klein. Und, ja gut, wir haben uns... Ja, scheiße. Wir haben uns auf jeden Fall schon sowieso den ganzen Urlaub um Legosteine gekloppt, aber das tut jetzt nicht zur Sache. Spaghetti essen eingeladen. Was? Ich schwöre, Junge. Ich kann mich nur daran erinnern. Auf jeden Fall waren wir am Strand... Und halt, da waren so Dünen technisch was, ne? Und da sind wir halt so lang gegangen und Nils war die ganze Zeit am Labern, ja? Auf einmal Stille. Also, hä, was ist los, ne? Boah, Junge, diese... Ja, das war voll für den Arsch, das hat mich gerade auch gefickt, aber ich bin gerade am Erzählen. Auf jeden Fall, Nils die ganze Zeit am Labern, ja? Auf einmal Stille. Aber wir gehen erstmal alle so weiter, weißt du, also meine Eltern, seine Eltern. Und auf einmal so, hä, warum ist denn das hier so ruhig, ja? Wir gucken so, wir gehen zurück, auf einmal so... Haben wir so richtig geiles Heulen, ja, wir so, hey, was ist das denn? Wir drehen uns so um, da ist Nils in einen 2 Meter tiefen Graben gefallen und saß bis zum Kinn im Wasser und saß da und hat geschrien. Das war so geil, Mann. Aber das sind so Sachen, ey, 14 Jahre, Mann. Da bin ich schon fast sentimental, wenn hier Elton John im Hintergrund ist. Da dachte ich echt, wie knallt zusammen. Imagine on the penis. All this Curve-Fever. Boah, das war geskillt. Scheiße, Alter. Ich tick hier gleich aus, so. Aber
heute wieder sehr in mich gekehrt, weil ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Ich habe mir jetzt einen Tee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt so noch nicht. Aber gut, ne, in dem Sinne. In diesem Sinne? Habe ich mir gerade irgendwie selber verarscht. Ja, allerdings. Das wird schon wieder so ein knappes Ründchen. Aber ich bin eigentlich dafür, dass wir zwei Runden zocken heute. Ja, damit das Video eventuell auch mal hier 10 Minuten und 1 Sekunde lang. Oh, das leckt gerade ein bisschen. Ja, da kommt das Nethili, das ist auch von Elton John, ne? Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Ich was mache ist das? Mir jetzt einen Tee und dann tippe ich! Wer labert denn da jetzt im Hintergrund die ganze Zeit? Du kannst einen Drehstecher auf der Schale, ja. Jetzt ist was zum Weg? Das wäre auch zu schön. Ah, das Lied geht doch! Huh! Eigentlich mal vernünftige Hintergrundmusik, ja. Yeah, we can't. Schade, dass man Headback nicht aufnehmen kann. Man kann das bestimmt aufnehmen, nur man sieht halt nicht. Du kannst aber das Geräusch vom Headbang aufnehmen. Down, down, down. American Idiot. LOL! Du kannst mich? Ja, gut, da hast du gewonnen, du kleiner Spastikind, Lutscherkind. Ja, na, ja. Kackt mein Headset gerade ab oder ist dein Radio auch so für den Arsch? Mein Radio ist auch so für den Arsch. Du musst wieder auf Leave drücken, Honey. Ja, ich bin dabei. Hast du? Hast du! Hast du! Hast du! Wie sieht auch Nils hat auch schon nicht. Boah, das Radio ist richtig am Sterben, ich mach mal Ingame-Sound an, ey. Boah, Junge, ich werd bekloppt bei diesen Geräuschen. Ja, ich hab Ingame-Sound angemacht, das ist jetzt wieder ein bisschen öde so. Aber. Ja, komm. Gib mir noch einen Cheeseburger, Alter. Okay. Da waren noch zwei, Alter. Der. Boah, Nils, ey. Ah, Mann, war Cheeseburger aus? Ja, ja. Cheeseburger ist aus. Ja, machen wir wieder an! Boah, das laggt bei mir gerade fett, Junge. Irgendwie, wenn das nicht laggen würde, dann würde ich dich jetzt... Boah, das hat aber trotzdem... Obwohl es gelaggt hat, habe ich dich im Lag-Modus noch fertig gemacht, du. Lag-Modus. Sollen wir auch noch die Geschichte erzählen, die gestern abgelaufen ist, mit Jo wahrscheinlich, Alter? Wann gestern? Mit Jo wahrscheinlich die Geschichte. Ja, vielleicht falle ich ja dadurch, was? Die Geschichte mit Jo wahrscheinlich, die gestern abgelaufen ist, da. Soll ich dir auch einfach mal auspacken? Egal, ich pack dir einfach mal aus. Auf jeden Fall, gestern hat mir ein Mädchen, dessen Namen hier jetzt nicht genannt werden will, geschrieben, sie wäre auch ohne Schminke hübsch, ja? Und gut, das habe ich jetzt nicht ganz abgekauft, ne? Und dann habe ich, also Marcel und ich, haben dann an alle Leute in unserer Kontaktliste geschrieben und gesagt, die sollen uns eine Aufnahme schicken, wo die sagen, yo, wahrscheinlich. Also, yo, wahrscheinlich, oder? Yo, wahrscheinlich, oder? Und dann hatten wir hinterher 32 Aufnahmen, wo irgendwelche Leute diese Person in ihrem Leben noch nicht einmal gesehen hat oder noch nicht mal wusste, dass die existieren, einfach mal so 32 yo, wahrscheinlichs bekommen. Die war so angepisst und wir einfach dann noch, yo, wahrscheinlich bist du ja jetzt angepisst. Ich glaube, die hätte sich am liebsten eine Kugel gegeben, Alter. Eine Kugel Eis, bitte. Zitronen aber auch, ja. Oh, lol. Ich dachte, dass ich verkacke. Wisst ihr immer, wenn Musti, also einer aus meiner Stufe, immer ans Fenster kommt, erster Stock, und dann stellt er sich immer ans Fenster und sagt, ja, bitte. Und ich sag dann immer, zwei Kugeln Schokolade mit Zitronenstreusel. Jetzt habe ich mich selber gefickt. Oh, das wär geil geworden, aber ich hab's erst im Last Moment gecheckt. The Last Moment, you know. The Last Moment. Ich hab eigentlich mal wieder Bock, das Radio wieder anzumachen. Da lief eigentlich die Mördermusik, ja. Da hast du hier gerade ein bisschen selber ins Bein gefickt. Boah. Nein. Eigentlich hättest du verdient, diese Runde zu gewinnen, einfach nur weil du da durchgeskillt bist, ja. Aber nee! Aber nee, das Leben ist kein Ponyhof, Ich mach Radio wieder an.
Es hat bei mir schon wieder gelaggt. Ich geh grad voll ab wie so eine Schmitzkatze, Alter. Willst du Funpark? Was? Nein? Weiß auch nicht. Penningen? Penningen House? Ja. Was geht da? Was geht los da rein? Was? Was geht los da rein? Pikachu! Pikachu! Hast du eigentlich Pokémon gespielt früher? Normal, Junge. Normal, Junge. Was war dein Starter-Pokémon immer? Ah, du Wichskind, du! Da verarscht er mich einfach! Ja, normal, Junge. Was war dein Starter-Pokémon? Mist. Oh, dieses Lied! Geh schnell auf Radio! Ich bin auf Radio. Ja, ist gut. Hast du auch noch direkt am Rand noch so ein Ding gemacht, damit ich nicht raus kann, ne? Ja, natürlich. Ist nett von dir, Mann. Ich will ja nicht, dass du übergewichtig wirst oder so, weißt du? Oh, danke. Das war jetzt dreist, weil es gelaggt hat und ich scheiße war. Aber es ist immer... Perfekter Kreuz! Perfekter Kreuz! Arischer Kreis! Ariel. Was? Was? Das hat mir irgendwie selber wieder ins Bein gefickt. Er ist individuell! Schnell auf ihn! Machst du dein Ding? Ist ja nicht schlimm, Nils. Viele kommen schnell. Na, das war schlecht, warte. Morgen im Proberaum hole ich das nach mit dem Dudumtsch. Was für Lieder stehen eigentlich morgen an im Proberaum? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall Stolen Dance wollten wir auf jeden Fall mal zocken. Ja. Boah, weißt du noch Karneval, Alter? Wo diese keine, eine Tante kam und so, hey, I'm Slash, you have to speak English with me. Auch Karneval, ja? Nils und ich... Tagen jetzt nicht in meiner Bude rumlaufen. Auf jeden Fall... Nils und ich Karneval, was mach ich dann? Nils und ich Karneval, schön Gitarre umgeschnallt, ja, ich bin nie langsam. Schön Gitarre umgeschnallt, und dann auf Karnevalszug. Gönn dir den Scheiß. Und dann auf Karnevalszug, Nils als Slash schön mit Hut und so. Ich hab gewonnen. Sollen wir noch eine Runde machen, du? Auf jeden Fall, ja, ich bin immer nicht zum Erzählen gekommen. Auf jeden Fall, ja. Drück auf wieder auf Leave. Auf jeden Fall Karnevalszug, beide Gitarre um. Ja, jetzt auf mich zu zerbrechen. Hier, hallo. Auf jeden Fall Nils Slash mit Hut und dies, das. Und dann haben wir uns da einfach an der Straßenseite wie so Pennerkinder gechillt mit Gitarre um, haben einfach Gitarre gespielt, weißt du? Ja, gut. Pennerkinder. Und auf jeden Fall kann dann so eine Frau, die so, ja, bla bla bla, ist voll schön. Und Nils dann so, hey, I'm Slash, you know? You have to speak English with me. Auf einmal fängt die da an, mit uns Englisch zu reden. Oh, schade. Auf einmal fängt die da an, mit uns Englisch zu reden und so, very well, dies, das. Und wir einfach nur voll am Grinsen und am Abchillen, ja. Hauptsache, wir gehen in den Jägermeister, ja, was die freut mich voll, wir trinken. Ja, Mann! Der war voll enttäuscht. Du kannst einfach in ihm sehen, wie einfach eine Welt in ihm zusammengebrochen ist, Alter. Basti, wir wollen Jägermeister. Ah, ja. Oh, ja, oh. Ja, wahrscheinlich kriegst du ja einen Schluck davon ab. Wahrscheinlich? Ey, was mache ich hier heute wieder, Hammer? Also der Abend... Boah, das wäre zu nice gewesen. Also der Abend an sich war eigentlich chillig, ja? Gut, wir hatten zwischendurch ein paar Abstürzchen. Och, kaum nicht Rede wert. Ich meine, ich hab Tobi ein Lapdance gegeben, aber läuft. Irgendwie du da einfach rumgetanzt bist, Mann. Bist du bei ja Marcel und dann die ganzen Stories am Tag danach, du. Ich hatte das Gefühl, ich wäre gar nicht dabei gewesen. Es hat so gelaggt, Mann. Das ist nicht fair. Ich plädiere auf Einspruch. Was? Jetzt? Einspruch? Jetzt direkt, ja. Jetzt? Sofort? Ja, jetzt auch direkt bei Penningen. Sollen wir dann jetzt direkt da hingehen? Meine Oma sagt immer Penning. Penningen? Ja. Penningen House? Ja. Nein. Hey guys, I am... gay and I'm watching your gay lives and I'm gay, such a gay one zone and you're gay too and boy, ich bin immer am Leben. You forgot the you know. I know. Say you know because Slash always say you know. Oh, that was grammatically bullshit, you know.
You forget the ass with he shit ass with S and no. Yeah. Da steht es 4-1, Mama. Hui, ja, ja, oh la la, hu. Ja, schön. Oh, ja, ja. Jo, wahrscheinlich leckt es ja bei mir. Schade. Guck mal, ich habe genau eine perfekte Runde darum gemacht. Ja, schade, ne, Chris? Schade. Hättest du Pokémon gespielt, dann würdest du die Melodie gerade im Hintergrund erkennen. Hast du Pokémon gespielt? Ja, normal. Welche Starter-Pokémon hast du denn immer? Mist. Dafür hatte ich eine rote Gitarre. Dafür habe ich voll die Scheiße gemacht, weil ich gar nicht reingeguckt habe, sondern auf mein Räucherstäbchen. Da darfst du kacken, da ist gerade Pokémon-Musik. Weißt du, war eher, als ich meine ersten Räucherstäbchen geholt habe, direkt mit Tanzgeruch. Erzähl mal die Geschichte dazu, ja. Meine Mom kommt rein, normalerweise, hi, jetzt bin ich wieder da, sie kommt rein, Nia! What the fuck? So, hast du gekippt? Wieso, guck mich mal an. Ich so, boah, chill mal, das sind Räucherstäbchen. Wieso, der ganze Haus fluch ich danach? Erzähl weiter. Hä? Erzähl noch die Geschichte weiter. Mit Nachbarin. Ja, meine Mama hat dann wohl geheult, weil sie meinte so, ja, nicht, dass du auf die falsche Bahn kommst und so. Und hatte halt dann rote Augen und meine Nachbarin kommt hoch, weil sie irgendwas haben wollte. Guckt sie an, so, ey, hast du gekippt? Voll krass, Alter. Ich bin erstmal zu meinem Onkel gerannt und hab ihm die Räucherstäbchen geschenkt. Boah, ja. Wir erleben auch echt nur Scheiße, Junge. Aber da steckst du nicht drin, weißt du? LOL! Einfach mal Stille jetzt. Weißt du noch, letztens bei der Sprachaufnahme da, hey, ich hab einen Olli gemacht! Ja, und du hast dich auf die Fresse gelegt. Ja, genau. That's what I call skill or something like that. Scheiße. Hm? Ich dachte, ich mach mal so ein S für Scheiße, ich verliere die Runde. Alter, diese Musik. Meinst du, es ist ein Argument, wenn die GEMA mich dann anschreibt und mich versucht, von A bis Z zu beleidigen, weil ich irgendeine Musik von irgendjemandem benutzt habe und dass ich dann sage einfach, das war bei Curfew bei Radio? Leck mich. Mach doch. Mach ich. Ich ruf gleich direkt erstmal Herrn GEMA an. Ja, mach. Ja, hallo Herrn GEMA. Hallo, ich bin Herr GEMA. Hallo Herr Kansensas. Hallo, ich bin Herr Kansensas. Idle. Jetzt du das bitte sein, ich muss mich konzentrieren. Also, das ist jetzt schon eh wieder hier unterste Schublade, ne? Konzentrieren Sie! Nee, das geht so nicht weiter, weißt du? Du bist jetzt angepisst von mir, ja? Ich bin jetzt sowas von angepisst von dir, du, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil ich jetzt auch relativ angepisst von dir bin. LOL, was zum Fick? LOL! Wäre das gewollt gewesen, wäre das richtig geil geworden. Aber guck mal, ich bin unten links gewesen, unten rechts gewesen und dann bin ich oben rausgekommen. Schade, dass ich einfach nur einen epileptischen Anfall geschoben habe, auf meine Tastatur rumgeklatscht habe. Weil ich gezittert habe. Hey, nichts gegen Epilepsie, die Tante von. Nein, warte, die Katze von meiner Tante hatte Epilepsie. Was? Die Tante von deiner Tante hatte Epilepsie. Die Tante von meiner Katze hatte Epilepsie. Die Tante von meiner Katze! Ein Liter der Nutte. Schokoladeneis! Was? Hudson steht für Hudson River, ne? Ich fick dich. Was? Machst du? Ja. Da steh ich überhaupt nicht drauf! Ach Scheiße, da muss ich was anderes einfallen lassen. Da hab ich einen ganzen Punkt für gekriegt, oder? Da steige ich doch jetzt mal direkt erstmal in die Lüfte. Ja. Ja gut, ich denk mal drei Runden reichen, du, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterlabern, ja? Ja, also. Deine Mikroquali war leider noch ein bisschen gay heute, weil ja, du nicht so ein super Mikro hast. Ja. Ja, aber ich krieg eh bald ein neues Headset, das heißt, meine Qualität wird besser. Nils ist auf jeden Fall öfter dabei in nächster Zeit. Ja, weil ihr merkt ja schon, wir haben leicht gute Laune. War nicht eklig. Ja, leicht gute Laune haben wir auf jeden Fall und deswegen. Und dann kriegt er mein altes Headset. Ja, richtig. Und dann
dann haben wir ganz viel Spaß zusammen. Was gar nicht pädophil klingt. Ja. Ja, Guti. Aus Schleichenbärchen, ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen wieder, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. So, Nils, also, ich würde mal spontan sagen, die Quersumme von Vagina ist Landkarte. Das war das Wort zum Sonntag. Mindestens im Maßstab von 7 zu 4. Ja, doch, auch. Ja, ja. Ja, 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 doch. Hm. Ja, genau. Ja gut, das war das Wort zum Sonntag hier, ne? Alle schön koscher bleiben. Bis... Ja, geil, deswegen sage ich das ja. Bis morgen!